ein wunderbar leckeres Chia-Samen-Rezept für euch. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, wie ich mir das zubereite, denn es ist Sonntag und da habe ich doch ein bisschen länger Zeit, um mein Frühstück vorzubereiten. Allerdings ist es so, dass ich das auch schon als Dessert serviert habe für meine Gäste. Es kam super gut an und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Alle Infos natürlich nochmal unten in der Infobox, schaut da auf jeden Fall mal rein. Falls ihr es nachmacht, verlinkt mich sehr, sehr gerne auf Instagram, macht Bilder, da freue ich mich. Und ich würde jetzt sagen, guten Appetit, viel Spaß beim Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! Also hier sind alle unsere Zutaten auf einen Blick. Und zwar brauchen wir Honig, Chiasamen, Zimt, Schmand, Joghurt, ein bisschen Sahne, Fenchel, Mandarinen und Bananen. Und wie immer bei meinen Rezepten könnt ihr das weglassen, was euch nicht so gut schmeckt, beziehungsweise das hinzufügen, was euch eben besser schmeckt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Ich fange mit dem Fenchel an, den schneide ich mir zurecht. Und zwar müssen wir den in ganz kleine Würfel schneiden, aber dazu muss ich ihn ja erstmal klein kriegen, den Fenchel. So. So, ich wasche das jetzt alles und dann wird es in kleine Würfel geschnitten. So, dieses Grüne habe ich mir noch abgezupft von meinem Fenchel und das mache ich jetzt auch noch ganz klein und gebe es auch noch in meine Schüssel. So, also das ist jetzt der ganze Fenchel. So, jetzt sind die Mandarinchen dran. Die schneidet ihr in möglichst kleine Stücke. Wenn ihr die jetzt dann abschüttet, hebt noch ein bisschen von der Flüssigkeit auf. Die brauchen wir nämlich noch. So, das geben wir jetzt alles dazu. Und am Schluss ist die Banane dran, damit die dann nicht braun wird. Ne? Also hebt euch die bis zum Schluss auf, damit die, wie gesagt, nicht braun wird. Das sieht nämlich dann unschön aus. Und die zerkleinern wir jetzt auch wieder in kleine Würfel. Und hier habe ich ein bisschen von der Flüssigkeit aufgehoben, von der ich euch gerade erzählt habe. Die gebe ich mir jetzt auch schon mal hier rein. So, die habe ich mir jetzt auch noch hier rein gemacht. Und jetzt ist, wie gesagt, die Banane dran. Alles schön klein geschnitten, ihr vermengt das und dann kommen schon die restlichen Zutaten dazu. Also erstmal der Joghurt, dann kommt der Schmand dazu, einen kleinen Schuss Sahne und dann kommt noch Honig, Zimt, und dann verrühren wir das Ganze kräftig. Ich habe das jetzt alles nochmal schön miteinander vermengt, habe es abgeschmeckt und habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall nochmal einen ganzen Löffel Honig brauche. Das macht ihr natürlich wieder nach Geschmack, je nachdem, ob ihr es eben süßer haben wollt oder nicht. Und also ich brauche das jetzt, dass ich da noch einen Löffel Honig mit reingebe, verrühre das wieder alles miteinander und als nächstes kümmern wir uns um die Chia-Samen. Ja, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, Chiasamen zuzubereiten. Ich mache mir das jetzt heute mit meiner Kokosmilch. Ich erwärme die jetzt quasi, füge das hinzu, lasse es quellen, eine Zeit lang stehen und dann hole ich euch am besten nochmal dazu. Rühren. Ihr merkt schon, die Konsistenz verändert sich.
Das dauert jetzt aber noch ein bisschen und ich habe jetzt hier das auch nochmal nachgewürzt mit Zimt. Ja, ich bin so eine Süße, ja, deshalb musst du da jetzt nochmal Zimt rein. Und ich habe mir hier das auch schon vorbereitet, weil ich die dann hier rein drapiere, beziehungsweise anrichte natürlich. Und ja, wenn es soweit ist, hole ich euch nochmal dazu. So, die Konsistenz von den Chiasamen finde ich jetzt soweit ganz gut. Deswegen fangen wir jetzt mal an, das Ganze anzurichten. Ich habe hier so ein Einmachglas, das habe ich mir mal bei Depot gekauft. Und ja, ich schichte das jetzt. Es ist egal, mit was ihr anfangt, entweder mit den Chiasamen oder mit dem anderen. Ja, ich mache es halt jetzt so. Ich gebe das jetzt hier in mein Glas rein. Und dann nehme ich ja, von dem hier. Genau, möglichst ohne an den Rand zu kommen, falls ihr das Gästen servieren wollt. Jawohl, schon mal gelöppert. Aber das kann man ja sauber machen. So, dann seht ihr schon, ne? Ja, diese Schichten. Und jetzt gebe ich wieder Chiasamen rein. So, und jetzt wieder von dem hier. So, dala. Und ich habe mir jetzt noch ja, Äpfel geschält, frische Äpfel. Die drapiere ich mir noch hier drauf und gebe noch einen kleinen Schuss Zimt drauf. Und das war's. So sieht jetzt quasi mein Frühstück aus und da freue ich mich jetzt schon drauf.